Etwa 50 Milliarden Zugvögel fliegen jährlich von den Brutgebieten zu ihren Winterquartieren. Allein 5 Milliarden davon zwischen Europa und Afrika. Wissenschaftler auf der ganzen Welt erforschen das Verhalten der Tiere und auch den Einfluss des Wetters auf den Vogelzug. Wir sind hier beim Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee und wir verfolgen hier gerade einen Amselflug. Eine ziemlich spannende Geschichte. Je nach Vogelart werden Strecken von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Kilometer zurückgelegt. Einige Seeschwalbenarten fliegen sogar von Europa bis in die Antarktis und legen dabei bis zu 40.000 Kilometer im Jahr zurück. Hier beim Max-Planck-Institut erforscht man das Verhalten der Tiere. 24 Amseln wurden dazu mit einem Funksender versehen. Mit einer Richtantenne empfängt man das Signal, das auch den Luftdruck und somit Informationen über die Flughöhe enthält. Man geht davon aus, dass die Zugvögel, die wirklich kontinuierlich strikt ihr Zugprogramm ablaufen lassen, dass die das wirklich vererbt haben. Also dass das ein intrinsisches Zugprogramm ist. Sie wissen also haargenau, wann sie losziehen müssen, nämlich im Herbst, und wo sie hin sie müssen. Ist das jetzt ein Vogel, den wir hier... Das war jetzt gerade einer unserer Vögel, der Nummer 911, der relativ nah hier vor uns irgendwo im Busch gerade hockt. Und wir eventuell hoffen, dass er heute Nacht, wenn es gut ist, noch die Düse macht und abzieht. Man geht davon aus, dass Vögel die Sterne zum Navigieren nutzen. Den Sonnenuntergang verwenden sie, um ihren inneren Kompass zu kalibrieren. Welchen Einfluss hat dabei das Wetter? Also sie brauchen klare Wetterbedingungen. Sie brauchen, mögen auch gerne Rückenwind. Die mögen keinen Gegenwind, und zwar starken Gegenwind. Das sind so Faktoren, die für die Entscheidung zu ziehen und nicht zu ziehen eventuell eine Rolle spielen. Aber da sind wir gerade auch dabei, wirklich alle Faktoren durchzudeklinieren und zu testen, was eventuell eine Rolle spielen könnte. In den letzten Jahrzehnten ist es ja auch wärmer geworden, typisch Klimaerwärmung. Kann man da auch was sagen, dass die Vögel sich anders verhalten, später losziehen, oder? Oh ja, insbesondere gerade bei diesen Kurz-Mittelstreckenzieher, wie zum Beispiel Amsel-Rotkehlchen, da zeigt sich sehr deutlich, dass die auch viel, viel später losziehen im Jahr. Je nachdem, wie die Wetterbedingungen sind im Jahr, das hat schon einen deutlichen Einfluss. Das hat man jetzt in den letzten Jahren schon gesehen, ja. Mit dem Forschungsprojekt Icarus will man in Zukunft auch Kleintiere per Satellit verfolgen und somit die globalen Wanderbewegungen beobachten. Durch das sensible Verhalten mancher Tierarten erhofft man sich, Unwetter- und Klimaveränderungen, Vulkanausbrüche, Erdbeben und auch Tsunamis besser vorhersagen zu können. Ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online.